Auch für Wolfgang Pirker wäre Hans-Peter Haselsteiner der Wunschinvestor. Mit seiner Erfindung könnte er tausenden Menschen, die einen Zahn verlieren, das Leben erleichtern. Ich glaube, wenn ein Investor, wollen wir sagen, anbeißt, dann wird es der Herr Dr. Haselsteiner sein. Ich glaube, Doktor, oder? Seit 10 Jahren arbeitet Wolfgang Pirker an einer Studie über seine neue Art der Zahnimplantation. Sein Sofortimplantat wurde schon in medizinischen Fachzeitschriften vorgestellt und er selbst praktiziert diese Methode. In Wirklichkeit ist es so, dass ich mir nicht wahnsinnig viel erwarte. Das ist die Grundhaltung. Man kann da nicht enttäuscht sein. Nicht, aber letztendlich erwartet man sich doch immer etwas, ja? Und sei es nur Anerkennung. Das ist die Chance, auf die er gewartet hat. Wolfgang Pirker braucht Geld. Viel Geld. Ganz einfach. Werte Investoren, es ist mir eine besonders große Freude und Ehre zugleich, Ihnen heute ein Zahnimplantat vorzustellen, das gänzlich ohne Operation unmittelbar nach einer Zahnextraktion eingesetzt werden kann. Mein Name ist Wolfgang Pirker. Ich bin Geschäftsführer der Phaseofis Handelsgesellschaft und wir werden dieses Implantatsystem in Europa einführen. Was stört an der Implantologie? Ganz einfach, wir wissen alle, Implantate sind sehr teuer und haben immer Operationen, die auch viele Komplikationen mit sich bringen. Was macht Bioimplant anders? Ganz einfach, wir extrahieren ganz vorsichtig einen Zahn, nehmen einen Abdruck aus dem Knochenloch und produzieren davon ein Duplikat aus Zirkonoxid. Warum bin ich heute hier? Ganz einfach, wir wollen dieses System einer breiten Patientengruppe zugänglich machen. Was sind die Vorteile? Das liegt klar auf der Hand. Der Patient wird wesentlich weniger belastet und man kann solche Implantate in großen Stückzahlen erzeugen. Und die ganzen Operationen, die ja eigentlich in Wirklichkeit die wahren Kosten einer Implantologie ausmachen, fallen weg. Sehr geehrte Investoren, es würde mich freuen, wenn Sie mich und meine Gruppe in ein neues Zeitalter der Implantologie begleiten. Und ich bitte Sie, bedenken Sie, auch Sie können morgen vor der schrecklichen Situation stehen, ein Zahnimplantat zu benötigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte um Ihre Fragen. Was wollen Sie denn von uns? Geld. Ja, wie viel haben wir das? Nein, also wir haben die Firma bewertet mit 20 Millionen. Millionen und wir geben davon 5% für 1 Million ab. Okay. Wow, das muss eine Goldgrube sein. Sie haben vollkommen recht, das ist eine Goldgrube. Sie haben vorher gesagt, Sie sind eine Handelsgesellschaft. Ja. Das heißt, Sie produzieren nicht dieses Implantat, sondern... Nein, die Handelsgesellschaft ist jetzt der Deckmantel für die Patente. Meine Frage wäre, verwenden Sie das selbst schon und wie lange? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren verwenden Sie das selbst? Ja. Wie viel haben Sie da ungefähr schon eingesetzt? 140. 140 Stück eingesetzt. Wie viel sind zurückgekommen? Wie viel rausgefallen sind? 10%. Herr Doktor, Sie haben selber jetzt gesagt, Sie machen das seit 10 Jahren. Sie selber haben 140 Stück in etwa importiert. Warum weiß der Rest Ihrer Kollegenschaft nichts davon? Weil Sie keine Wissenschaft lesen. Niemand liest dann den... Offensichtlich, ja, es ist in einem Top-Journal publiziert und Top-Journale werden von Zahnärzten in der Regel nicht gelesen. Was sagen Ihre Kollegen die zu dem System? Die Zahnkrone zum Beispiel. Was sagen Ihre Zahnarztkollegen zu dem System? Mit wie viel haben Sie schon gesprochen? Wie ist das Feedback? Es kommt darauf an, was der Zahnarzt macht. Wenn er kein Implantologe ist, sagt er super toll. Wenn er Implantologe ist, sagt er, das braucht man nicht, ich habe 98% Erfolg. Wie viele Zahnärzte gibt es schon, die Ihr System verwenden? Das kann niemand verwenden, weil sonst hätte ich ein Medizinprodukt und würde ein Medizinprodukt verkaufen. Ich kann es nicht verkaufen, weil dann muss ich zuerst die Zulassung als Medizinprodukt erwirken. Sie haben keine Zulassung? Ich habe keine Zulassung für ein Medizinprodukt. Und dann kostet es 20 Millionen. Und wie kriegt man eine Zulassung als Medizinprodukt? Naja, das ist an und für sich meines Erachtens nicht so schwierig, weil Zahnimplantate nicht so eine hohe Anforderung haben, weil es ja schon viele verschiedene Hersteller gibt. Also mittlerweile gibt es 250 Hersteller mit über 3000 Schraubenvarianten. Und wenn Sie den Herrschaften vielleicht erklären können, dass es keine operativen Risiken mehr gibt,
dann sehe ich überhaupt keinen Grund, das nicht zuzulassen. Wie lange dauert das nicht? Ja, warum ist es noch nicht zugelassen? Weil Sie haben weil ja schon Sie gerade gesagt haben, dass es 20 Millionen kostet, oder wie? Nein, Sie bewerten Ihr Unternehmen mit 20 Millionen. Ja, ich bewerte es mit 20 Millionen, das stimmt, ja. Und? Aber ich kann Ihnen auch gerne erklären, warum. Das werden Sie vielleicht müssen, zugelassen. Was kostet die Zulassung? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass das 20, 30 oder 50.000 Euro kostet. Und es kann auch sein, dass es nicht zugelassen wird, klarerweise. Gut, ja. Das ist immer möglich, ja. Haben Sie ein Implantat da? Kann man das einmal sehen? Ja, das habe ich. Ah. Bitte. Und wer ist zuständig für die Zulassung? Behörden. Ein schwieriger Fall für unsere Investoren. Das Produkt ist noch nicht zugelassen und dennoch sollen sie 1 Million Euro investieren. Also ich verstehe das alles überhaupt nicht. Ein großes Risiko oder doch ein großes Geschäft? In Deutschland werden allein 13 Millionen Zähne im Jahr extrahiert. Und von diesen 13 Millionen können Sie vielleicht ein Drittel für dieses Implantatsystem verwenden, weil die anderen wackeln und einen wackelnden Zahn kann ich auch nicht ersetzen. Und jetzt zur Bewertung. Wenn ich jetzt von den 13 Millionen ein Drittel nehme, sind das 4,3 Millionen. Wenn ich davon nur 1% mache und das Implantat kostet 1.000 Euro, setze ich 43 Millionen um, allein in Deutschland. Das ist, theoretisch mag das alles richtig sein, aber im Moment setzen Sie in Österreich jetzt gerade pro Jahr 14 Stück um. Nein, 140. Nein, in 10 Jahren. 14 genau. Stück pro Jahr. Ja. Wahnsinn, ja. Was ganz einfach ist, weil ich nicht Geld damit verdiene, sondern eine Studie gemacht habe. Und wenn Sie morgen mit einer Studie anfangen, dann brauchen Sie einmal 10 Jahre, bis Sie mein Wissen haben. Ich will nicht Ihr Wissen. Nein, sag ich noch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Sie sind 10 Jahre hinten nach. Nein, Sie wollen von uns 1 Million Euro. Sie wollen ja Geld haben. Wissen haben. Und deswegen, er möchte nur auf den Grund kommen, warum Sie einfach so viel Geld haben wollen. Na ganz einfach, weil 10 Jahre Studie viel Geld wert ist. So einfach ist es. Die Zulassung kostet 50.000 Euro. Das ist eine Petitesse im Verhältnis zu dem, was Sie schon aufgewendet haben. Wahrscheinlich, ja. Und Ihre Begründung, dass Sie es noch nicht getan haben, ist welche? Dass ich mich eben um die Studie und um das Patent gekümmert habe und beim besten Willen nicht einsehe, dass ich allein auf dieser Welt eine so einfache Idee gegen Industrie- und Zahnärzte-Lobbys und Ärztekammer durchsetzen soll. Das ist ganz einfach. Ich habe eine Lebensqualität, die darunter leidet, wenn ich mich mit allen anlegen muss. Und wenn Sie eine Ahnung haben, wie das war mit dem Patent, die Patentprüfer haben nicht einmal eine Schrauben von einer Wurzelform unterscheiden können. Und zwar kein einziger. Und da haben Sie stundenlang und tagelang Briefe hin und her geschickt, ja, dass man den Unterschied zwischen einer Schraube erklärt. Aber was erwarten Sie von uns? Sollen wir jetzt die Zulassung machen? Also ich habe jetzt herausgehört, genau, es ist ja so, dass das ja keine Kleinigkeit ist. Da braucht man natürlich nicht 1 Million in Wirklichkeit, sondern 5 oder 10, dass man mit diesem Produkt starten kann. Scheint mir noch sehr, sehr hochgegriffen. Es gibt aber, da muss ich aber sagen, es gibt aber auch Leute, die kaufen sich um 100 Millionen ein Bild. Es mag vielleicht sein, dass es für diese Investorenrunde zu hochgegriffen ist, aber die Bewertung, die halte ich aus. 44 Bilder für 60 Millionen, aber. Ja, schon, aber nur diese Bewertung halte ich locker aus. Gut, Herr Birker, ich würde wirklich dringend interessieren, die Meinung Ihrer Kollegen. Was sagen die Kollegen zu dem Produkt? Was soll ein Kollege dazu sagen, der keine Ahnung hat? Es ist viel einfacher, wenn Sie Patient sind, weil dann sind Sie nämlich gänzlich unbelastet und lassen Ihren Hausverstand wandeln. Also Moment, ich mache jetzt ein Outing. Ja, ich bin Inhaber von 2 Implantaten. Das war äußerst unangenehm. Von den Kosten will ich jetzt gar nicht reden. Daher muss ich sagen, Herr Dr. Birker, jawohl, ich glaube, dass wenn das funktioniert, ja, was ich natürlich überhaupt nicht... Diese Frage stellt sich nicht mehr. Sagen Sie immer... Ja, für Sie stellt es, für mich nicht. Okay, also aber ich bin... Weil Sie in der Wissenschaft... Ich muss investieren, also abgesehen davon, dass ich Ihnen glaube. Sie haben einen Vertrauensvorschuss von mir. Ja? Darf ich was sagen? Ehrlich. Wissen Sie, in der Wissenschaft ist anders. In der Wissenschaft wird bewiesen und glauben tun wir vor Gericht und in der Kirche. So einfach ist es. Also und wenn Sie sagen, weil das ist nämlich das Standardargument auch von Implantologen, ich glaube nicht. Ja, aber tut mir leid. Aber nein, er hat ja genau das Gegenteil gesagt. Er hat ja gesagt, er glaubt nicht. Nein, jetzt, es bringt nicht, das. Das bringt gar nichts. Her.
So. Herr Doktor, ich möchte noch eins kurz sagen, mit der Situation bin ich komplett überfordert. Also, das ist ja, wir reden da nicht über Dinge, die er hat noch gar nichts, wir über 1 Million haben, streit mit uns. Also wenn mir jemand sagt, dass ein weltweites Moment oder ein Europapend gar nicht ist, ja, dann glaube ich, reden wir aneinander vorbei. Herr Doktor, ich will Sie nicht irgendwie... Nein, besser. Nein, ich habe eine 10-Jahre-Studie, Sie haben keine Ahnung, was eine 10-Jahre-Studie bedeutet. Das kann kaum einer bei einem Implantat nachweisen. Herr Doktor, ich möchte die Kompetenz gar nicht untermauern. Das aber wenn Sie sagen, ich habe nichts, dann haben Sie aber keine Ahnung. Herr Birker, die Frage dreht sich auf. Neue Hand, bitte. Sie haben jetzt noch mir kein Feedback vom Markt geben können. Sie haben selbst 140 Stück verkauft, sonst nichts am Markt. Sie kommen in eine Bewertung von 20 Millionen. Ja. Meinen Sie das ernst? Das meine ich ernst. Bis jetzt war die Präsentation des Herrn Doktor recht eigen. Hat er es geschafft, einen der Investoren von seiner Idee zu überzeugen? Für Frau Amitsreiter und ihre Investmentgruppe Speed Invest ist die Entscheidung klar. Wir haben schon eine klare Strategie, wenn wir investieren in Projekte. Dann, ich habe es, glaube ich, schon das eine oder andere Mal erwähnt, ist uns ganz wichtig, dass wir auch auf der persönlichen Ebene gut zusammenarbeiten können. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt da irgendwie der Zugang. Also ich muss von meiner Seite mich zurückziehen. Gut. Und bin raus. Bitte. Ja, wie gesagt, abgesehen von der betriebswirtschaftlichen, also medizinisch kann ich das gar nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Betriebswirtschaftlich liegt es für mich auf der Hand. Und da ist es für mich völlig uninteressant, Herr Doktor, ob Sie jetzt Zähne oder Wasser oder was immer herstellen. Sie können mit einer Bewertung dieser Art hier nicht antreten und ernsthaft von uns glauben, dass wir uns auch, und das sage ich Ihnen ganz offen, so behandeln lassen. Wir haben alle was im Leben erreicht. Wir sind nicht Ihre Lausbuben, die Sie da jetzt runter machen, ganz sicher nicht. Darf ich Ihnen was aus meiner Praxis erzählen? Nein, lassen Sie mich bitte ausreden. Sie werden so auch keine Investoren finden mit dieser Art, sage ich Ihnen auch. Aber ich bin raus. Vielen Dank. Zwei Investoren haben das Handtuch geworfen. Auch Leo Hillinger hat sichtlich das Interesse verloren. Was machen Haselsteiner und Altrichter? Für mich stellt sich nach wie vor die Frage, ob Sie das ernst meinen. Sie kommen herein, sagen 140 Implantate bis jetzt in 10 Jahren verkauft. Wir sollen uns um die Zulassung kümmern. Ich habe überhaupt kein einziges Implantat verkauft. Ich habe eine Studie gemacht. Können Sie den Unterschied zwischen einer Studie und einem Verkäufer verstehen? Ist ja eigentlich noch schlimmer, kein einziges. Herr Dr. Haselsteiner versteht, was es bedeutet. Mit einer Studie können Sie kein Geld machen. Und Sie müssen, bevor Sie ein Produkt, ein Medizinprodukt auf den Markt bringen, eine Studie machen. Ja? Also bitte, da reden wir wirklich vollends aneinander vorbei. Da ist es offensichtlich doch nicht das richtige Investorenpublikum. Ich glaube, meine Aussage drängt sich auf. Selbstredend, ich bin raus. Von mir gibt es für dieses Projekt kein Geld. Gut. Herr Dr. Birker, ich glaube, dieser Rahmen heute überfordert uns alle, ich eingeschlossen. Aber ich wäre sehr daran interessiert, mit Ihnen ein Privatissimum zu machen. Ich würde bitten. Ich würde Sie ersuchen zu akzeptieren, dass ich einen Experten, einen Kollegen irgendwas mitbringen darf, damit er sozusagen diesen Beweis würdigt, den Sie antreten werden, was unter Wissenschaftlern üblich ist. Und dann werden wir vielleicht zusammenkommen. Heute in dieser Runde, glaube ich, ist es zu, aber ich glaube an und für sich an Ihre Vorarbeit, an Ihr Patent und an diesen Markt. Daher großes Interesse, mit Ihnen, sobald wir einen Termin auszumachen, das Gespräch fortzusetzen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Okay. Danke allen, bitte. Vielen Dank. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ich möchte eines sagen. Ich verwende mein Recht nur, und den brauche ich zum Glasl holen. Aber den verwende ich, dass ihr zwar nicht zusammenkommt. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe schon die eine oder andere Erfahrung gemacht mit Spinnern. Ich glaube, es war natürlich teilweise nicht ein Erfolg, aber es gibt einen guten Spruch und der heißt: lieber ehrlich unfreundlich als unehrlich freundlich.